Hallo, und da sind wir wieder bei Maxos Tempel in Revelon. Bei meinem Let's Play von Divinity 2. So, ich habe euch ja jetzt versprochen, jetzt gehen wir in den Tempel. Und zwar ist endgültig, das. Direkt. Kein Rauch aufschieben mehr, kein gar nichts. Jetzt gehen wir in den Maxos Tempel. Und da vorne sind ein paar Typen. Ich hoffe, die machen uns keinen Ärger. Banditen vielleicht. Verdammt, ich war mir sicher, dass sie zurückkommt und Jagd auf uns macht. Wir können nicht ewig hier warten. Und außerdem habt ihr recht. Würde sie noch leben, wäre sie inzwischen zurück. Ich glaube, euer letzter Stoß, bevor sie weggeflogen ist, hat ihr den Rest gegeben. Vielleicht. Aber wir müssen sicher gehen. Zu viel steht auf dem Spiel. Lasst uns zurück zum Dorf gehen und... Hey, was macht ihr? Schweigt! Ihr habt meinen Befehl missachtet. Und das auch noch in dieser Situation. Ich sollte... Aber was ist das? Diese Aura. Und nein, sie hat euch erwischt. Ich hab euch doch gesagt, dass das Ritual noch nicht vollendet war. Nun seht, was passiert ist. Euer Leben ist hiermit verwirkt. Nein. Ihr werdet durch die Hand von Drachentötern sterben, so wie alle Verräter vor euch. Du Scheiße. Das ist keine angenehme Aufgabe. Aber wir haben keine andere Wahl. Hier, nehmt das Schwert, das Arben euch gegeben hat. Gedenkt der Lehren der Drachentöter und sterbt ehrenvoll. Blöde Kuh. Marius, wenn es vollbracht ist, tränkt das Schwert im Blut des Drachen und bringt es in die Akademie. Möge es unseren Schülern eine Warnung sein. Lebt wohl, Drachentöter, denn als jener möchte ich euch in Erinnerung behalten. Was, jetzt rennt ihr einfach weg? Naja, dann müssen wir immerhin nur durch ihn die Schwachen antreten. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag so endet. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, also bringen wir es hinter uns. Der Drache muss sterben. Stirb. Ja, geschafft. Einer ist tot. Jetzt gibt es wahrlich kein Zurück mehr. Eure Vergangenheit ist genauso tot wie eure ehemaligen Gefährten. So. Ja, das war jetzt der erste Story-Bosskampf, den wir erlebt haben. Also der erste Bosskampf innerhalb der Story. Der gegen Talana zählt nicht wirklich. Das war ja kein Kampf, wir haben gar nicht gekämpft. Aber dann schauen wir uns doch mal hinter der Tür um und verlassen das Trümmertal. Mehr oder weniger. Wenn ihr jemanden namens Damian trefft, lauft fort. Das ist schon mal gut. Ein guter Tipp. Glückwunsch, meine Freunde. Zandalo, hi. Ich wage dazu zu behaupten, dass ihr es weitergebracht habt, als Damian je erwartet hätte. Aber ich habe gewusst, dass man euch nicht würde aufhalten können. So wie ich das auch gleich über den Göttlichen gewusst hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Er war wie ihr ein verwirrter Abenteurer, der sich plötzlich im Mittelpunkt eines großen Dramas wiederfand, dessen Ausgang immer noch nicht fest. Wenigstens wissen wir jetzt, um was für eine Geschichte es sich handeln wird, wenn es nach uns ginge. Habt ihr Erfolg, wird es ein Epos sein. Versagt ihr allerdings, haben wir es mit einer Tragödie zu tun. Nur eher mit der Apokalypse. Ihr nehmt die Heldenrolle ein, Damian ist der Bösewicht und Lord Lovis hat euch verraten, wer den Deus Ex Machina spielen wird. Wir werden versuchen, Egerna wieder zu erwecken, damit ihr Leben der Tod des Verdammten werdet. Hier richte ich eine Bitte an euch. Wenn einer von euch je herausfindet, was Deus Ex Machina bedeutet, schickt mir bitte eine PN oder schreibt es als Kommentar. Weil das habe ich nie herausgefunden. Wie in einem klassischen Drama, oder nicht? Der Stoff, aus dem Legenden sind. Und wir kommen dem Ende. Weiter. Denkt und kämpft euch euren Weg durch diesen Tempel. Und ihr werdet die Wächter in. Danach folgt der Drachentor. Eure Zeit als Drach. Und schließlich Damians unausweichliche Niederlage. Juhu.
Und der Typ verpisst sich gleich wieder. So Untote auch. Ah, macht nichts, den brauchen wir jetzt erstmal eine ganze Weile nicht. Jetzt müssen wir nämlich beweisen, dass wir eines Drachen würdig sind. Wir dürfen jetzt nämlich ein bisschen hier im Tempel spielen. Beziehungsweise müssen wir drei Prüfungen ablegen. Ich zeige euch mal die Karte. Ja. Seht ihr das hier? Das ist der erste Bereich, durch den wir uns kämpfen müssen. Dann dieser und letztlich dieser. Hat jetzt sozusagen vier Teile, dieser Drachen, dieser Maxus-Tempel. Hier müssen wir drei Prüfungen bestehen, um diesen Teleporter zu aktivieren, der uns dann in die untere Ebene bringt. Problem, wenn wir diesen Teleporter einmal aktiviert haben, kommen wir nicht wieder raus. Jedenfalls nicht, solange wir dann... Oh, ja, ich glaube, ich habe alles kaputt gemacht. Automatisch speichern. Leiche eines Drachentöters. Okay. Ihr seid hier, um euch als würdig zu erweisen, Eingeweihter. Jupp, bin ich. Ihr seid entzweit und wünscht nun eins zu sein. Wäre gut, ja. Oh. Ah ja, so geht's rein. Ah, scheint eine Statue von Maxus zu sein. Naja, wir haben noch einiges an Zeit. Da können wir uns noch mindestens in eine dieser Prüfungen ranwagen. Okay, bevor ich aber mit den Prüfungen anfange, warne ich euch vor. Ich kenne es schon. Und das wird ziemlich spoilern. Das ist ziemlich einer der interessantesten Teile im ganzen Spiel. Deswegen, wenn ihr euch das nicht verderben wollt und das Spiel selber spielen wollt, schaltet jetzt hier und jetzt ab. Ich schreibe dann rein, wann ihr wieder einschalten könnt. Okay. Wenn ihr jetzt immer noch da seid, dann wollt ihr euch das also antun. Und so würde ich sagen, wir fangen gleich mal hier an. Der Drache ist weise. Ein Gelehrter unter Unwissenden. Er weiß, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, geil, Kreatur einfach aussperren. Müssen wir hier eine Prüfung bestehen. Er weiß, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. So heißen das nicht alles, was glänzt, gut ist oder wie. Aber wenn wir jetzt hier Gold anfassen, sterben wir. Weil hier ist es ein verbotener Schatz. Wer ihn anfasst, der stirbt. Deswegen nehmen wir diesen einfachen, wertlosen Gegenstand mit, weil der ist der Schlüssel raus. Weisheit bedeutet, der Versuchung zu widerstehen, scheint Maxus sagen zu wollen. Dann müsste jeder Priester weise sein. Habt ihr da genauso eure Zweifel wie ich? Oh, jetzt kommen mal ein bisschen stärkere Gegner. Nur zwei Level unter uns. Diese lebenden Rüstungen sind eigentlich Schwachsinn. Ja, nur immer nur drei von denen vernichten, nachdem wir eine dieser Prüfungen gemeistert haben. Seht ihr jetzt, die Rune hier leuchtet. Noch zwei. Nehmen wir als nächstes diese Prüfung. Der Drache ist so wendig wie die Stadt. Noch vor den Flügeln kommt der katzenhafte Sprung. So bedeuten, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Prüfung haben. Ja. Das heißt, dass wir jetzt eine Prüfung haben, bei der wir rumhüpfen müssen. Weil es eigentlich gar nichts ausmacht, weil es in dem Game keinen Fallschaden gibt. Idioten. Also das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir irgendwo runterfallen und dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Ah, paar Arme. Mein Inventar ist schon fast wieder voll. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung.
Also bevor wir uns dann in den zweiten Teil des Tempels wagen, werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeug verkaufen gehen. Jetzt irgendwie gehofft, diese ganzen Prüfungen in ein einzelnes Video reinzubekommen, aber scheint mir nicht zu klappen. Oh, okay, dann gehe ich mir das jetzt das nächste Mal auf und sage tschüss, bis dann.